Mund abzuwischen oder um den angetrockneten Popel abzukratzen. Igitt! Zum Glück war dieses weiße Taschentuch sauber. Es war am Rand hübsch umhäkelt und hatte sogar ein Monogramm eingestickt. Als sie sich damit die Tränen abwischte, roch es weder muffig noch nach alter Frau, sondern nach Lavendel. Ilva warf dem Jüngling einen schnellen Blick zu. Er zuckte entschuldigend mit den Schultern und blinzelte durch seine dicken Brillengläser hindurch, was ihn wie ein süßes, unschuldiges Lama aussehen ließ. Ilvas Laune besserte sich ein wenig. »Danke«, sagte sie und zögerte ihm, das Tuch zurückzugeben. »Behalten Sie es«, meinte er, »ich brauche es nicht mehr. Ich habe genügend davon.« Verlegen drehte er eine Schuhspitze im Sand. »Sind alle von meiner Oma Bertha. Zugegeben, sie sind ein bisschen spießig, ich weiß, aber dafür ökologisch sinnvoll.« »Bertha«, dachte Ilva, »dafür stand also das B. Blieb noch das K.« »Wenn man die Ökobilanz mit einer Schweißerbrille anschaut, vielleicht«, spottete sie und bemerkte zu spät, dass sie besser keine Anspielung auf eine Brille gemacht hätte. Der Jüngling zuckte gekränkt zusammen. »Trotzdem danke.« Sie schneuzte sich geräuschvoll die Nase und legte das Tuch neben sich. Über ihre Köpfe donnerte unter hektischem Blinken ein Volicoraptor. Entschuldigung. Volaricopter hinweg. Der Junge wartete, bis das Dröhnen verklungen war. Erst dann reichte er ihr eine Hand. »Ich bin übrigens Kai Kaiman. Ja, ich weiß, komischer Name, aber ich kann nichts dafür. Meine Eltern fanden es total witzig.« Sie schlug ein, achtete aber tunlichst darauf, mit der Linken nicht die Decke loszulassen. »Angenehm, Ilva Power.« »Ilva? Wie Ilva, die Wölfin?« fragte er und machte große Augen. »Exakt die!« Sie seufzte, freute sich aber, dass er von ihrem ungewöhnlichen Namen mehr beeindruckt als belustigt war. Andererseits, wer Kai Kaiman hieß, hatte in der Schule auch nichts zu lachen gehabt. Noch nicht einmal dann, wenn man wie ein Lama aussah. Ein ziemlich niedliches Lama mit hervorstehenden Adamsapfel. Jedenfalls, wenn es den Hals reckte. »Bloß haben nicht meine Eltern den Namen ausgesucht, sondern ich mir«, sagte sie. »Ich heiße eigentlich Ilona Vanessa Power, aber mir gefällt die Abkürzung der beiden Vornamen viel besser.« Und außerdem hatte Darren Malzahn damals in der 12. gelästert, Ilona Vanessa klänge nach Nutte. »Ach so?« Er wirkte enttäuscht. »Aber das mit der Wölfin stimmt trotzdem.« Der Gepflegte holte etwas aus seiner Anzug-Innentasche. Es war eine kleine Tube und Finn riss sie ihm förmlich aus der Hand. Er ging ein paar Schritte weg und schmierte sich dann etwas in den Nacken. Dabei stöhnte er, wie bei einer guten Massage. Der andere Kerl beobachtete ihn, sprang dann plötzlich auf und riss ihm die Tube weg. Blitzschnell drückte er verzweifelt die Reste auf seine Hand und rieb sich damit die Unterarme ein. Finn war mit seiner Ekstase, um es zu verhindern. Der dritte Mann holte sich einen Stuhl und half Andrea darauf, dann holte er sich selbst ein und setzte sich vor sie. »Du siehst, wir brauchen das Zeug.« »Welches Zeug? Was ist das?« »Das hat dich nicht zu interessieren. Alles, was dich interessieren sollte, ist, dass wir es brauchen und nicht allzu viel Geduld haben.« Er aktivierte seinen Node und schien mit jemandem subvokal zu verhandeln. Er schüttelte mehrfach den Kopf und blinzelte viel. Andrea fing an, ihn in ihrem Kopf Budapester zu nennen, weil er so teuer aussehende Schuhe trug. »Wir haben deine Wohnung durchsucht. Wir haben deinen Rucksack durchsucht. Jetzt hast du hier die Chance, uns zu sagen, wo die Dose ist, bevor wir andere Maßnahmen ergreifen und uns zum Beispiel deine Schwester vornehmen oder deinen Lover.« Andrea hatte keine Ahnung, was sie tun sollte. Sie wusste, wer der Budapester meinte, und die lag bei Nick. Sie konnte aber weder ihn noch ihre Schwester verraten. »Eine Dose?« fragte sie daher gespielt unschuldig. »Komm mir nicht blöd, Kleine. Ich weiß, dass du sie hast.« »Woher?«
Sie erwägte, das zu fragen, aber er würde es ihr wahrscheinlich nicht verraten. Die beiden Kerle sahen sie wie Hyänen an. Hungrige Hyänen. Also diese eine Dose, die habe ich weggeworfen. Die beiden anderen zuckten zusammen und ihre Gesichter verdüsterten sich noch mehr. Das hast du hoffentlich nicht. Das wäre sehr schlecht für dich. Andrea hasste ihn für seine Ruhe. Er war wie eine Schlange. Sie musste in seine Augen sehen und er blinzelte nicht. Er zündete sich eine Zigarette an und blickte lange in die Flamme seines Feuerzeugs. Dann starrte er sie an.